Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. Ein mit einem Messer bewaffneter hat am Dienstagmorgen einen Polizeieinsatz in Essen ausgelöst. Später meldete die Polizei, der Mann ist tot. Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Auf der Altendorfer Straße war gegen 5.15 Uhr ein Mann gemeldet worden, der dort mit einem offenbar größeren Messer herumgelaufen sei. Die Polizei schickte mehrere Streifenwagen in den Bereich. Gegen 7.30 Uhr teilte ein Polizeisprecher mit, der Mann ist verstorben. Bei dem Einsatz war der Bereich um Altendorfer Straße, Siemensstraße, Niederfeldstraße und Kripperstraße zeitweise von der Polizei abgesperrt worden. Die Straßenbahnlinien 103 und 105 wurden während der Sperrung gestoppt. Zu den Hintergründen des Einsatzes gab es am Morgen auf Nachfrage bei der Essener Polizei noch keine näheren Auskünfte.